Hallo zusammen, hier ist der Jens von Giga. Heute mal ein wenig bis stark verschnupft und wir gucken uns mal zusammen das Sony Xperia Z1 an. Sony hat mir das nämlich heute zum Glück schon ganz früh zugeschickt und das Unboxing möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Vorletzte Woche noch auf der IFA und heute schon bei uns in der Redaktion. Vielen, vielen Dank an Sony an dieser Stelle. Das gute Stück möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Praktischerweise bin ich heute so richtig gut krank geworden, bin also auch geistig nicht so ganz auf dem Dampfer. Bitte entschuldige schon mal vorab, falls ich mich irgendwo vertue, verspreche oder ein wenig weich daher rede. Das wird entsprechend lustig werden heute. Zum Glück hat aber Sony bei dem Xperia Z1 auch noch so ein lustiges Text-Sheet noch dazu gepackt. Das heißt, ich brauche nur stumpf ablesen und habe alle Daten für euch locker an der Hand. Aber falls ihr das nochmal sehen wollt, hier, das kann das Xperia Z alles. Im Endeffekt, und das ist ein bisschen schade eigentlich für die Käufer des Xperia Z Anfang des Jahres, im Endeffekt ist das Z1 nur ein, Hardware und ein kleines Software-Upgrade des Xperia Z, welches wir schon auf dem MWC in Barcelona sehen konnten und natürlich auch hier in der Redaktion mal in der Hand hatten. Jetzt packe ich das gute Stück einfach mal aus, damit wir uns auch von den wirklichen Neuerungen überzeugen können. Da ist das gute Stück wieder schön eingepackt, herrlich. Wer meine Videos kennt, weiß ja, dass ich diese Folie total mag. Sehr gut. Ich werde das gute Stück. Es klebt an meiner Hand. Hilfe. So. Ich werde das gute Stück auch gleich bis Anfang oder Mitte Oktober testen. Also auch mal als mein komplettes Alltagsgerät mit dem, das habe ich hier in der Tasche, mit dem HTC One mal austauschen, damit ich euch auch einen ordentlichen Testbericht zuschicken kann. Was ich ein bisschen schade finde, und das sieht man leider nicht auf dem Bild, glaube ich, das werde ich aber mit der Kamera, mit der Fotokamera mal versuchen einzufangen, ist, dass man das Display-Panel wieder leicht erkennen kann. Wenn man richtig hinguckt, dann sieht man, wie das Display hier drunter aufgebaut ist. Das ist ein bisschen schade, tut aber dem Gerät sonst nicht so schlecht. Was haben wir noch? Verpackung brauchen wir nicht. Wieder das übliche Garantie, Barons, Gedöns. Sehr viel Platz für einen USB-Stecker. Und das normale USB-Kabel. Schön dick, relativ lang. Nichts Besonderes. Alles weg. Kommen wir zu dem Wichtigen, das Gerät an sich. Sony hat bei dem Xperia Z einen großen Alu-Block genommen, hatte den auseinander gefräst und da ist das gute Stück entstanden. Wir haben jetzt muss ich wirklich mal ablesen, ein 5 Zoll Display hier. Natürlich mit Full HD, der Mobile Bravia Engine 2. Opti-Contrast Display mit X-Reality for Mobile, bla bla bla. Das Ding sieht und sah auch schon auf der Messe unheimlich gut aus. Hat 441 ppi, was erstaunlich scharf ist. Also Full HD bei 5 Zoll ist schon sehr, sehr, sehr scharf. Da wird man keine Pixel mehr erkennen. Die Beweisfotos werde ich natürlich mit meiner Kamera auch wieder machen. Das ist ein TFT-Display. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei Tageslicht oder bei Sonneneinfluss ablesbar ist. Da wir aber sowieso erstmal Herbst und Winter vor uns haben, wird es da eh nicht so viel mit der Sonne werden. Hier an der Seite haben wir den Power-Button, der den Qualcomm Snapdragon 800 in Feuer bringen wird. Das gute Stück läuft mit dem Qualcomm Snapdragon 800, 4 Kerne und 2,2 GHz pro Kern. Das Ding ist unheimlich schnell. Natürlich werden da auch die entsprechenden Gaming-Gameplays oder Spiele-Apps-Tests auf diesem Gerät folgen. Ich freue mich schon sehr. NFC, wie man hier schon sieht, ist auch verbaut. Eine 20-Megapixel-Kamera, die dank des Snapdragon 800 erstaunlich schnell und sehr, sehr, sehr scharf reagiert. Bin gespannt. Also es gibt da auch schon ein paar Vergleiche mit dem Nokia Lumia 1020, wo ich auch noch ein Testgerät bekommen werde. Da sah es bisher so aus, als wären die Bilder vom Xperia Z1 schöner. Aber solange wir die Tests selber nicht gemacht haben, möchte man da natürlich auch nicht
endgültig eine Aussage treffen. An der linken Seite einen Dock-Konnektor, außerdem hier der USB-Port und der Micro-SD-Slot bis zu 64 GB wahrscheinlich, schätze ich mal. Das ist ja der gute Ton. Genau, Micro-SD bis zu 64 GB erweiterbar. Und hier auf der rechten Seite, wenn ich da rankomme, der SIM-Karten-Slot. Den muss man so rausziehen. Gefällt mir überhaupt nicht. Viel zu viel Plastik drin. Und dann schiebt man das darauf oder das da rein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, man schiebt die Karte hier rein und dann das Ganze da rein. Und dann ist es zu und dann läuft's. Das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist nicht mehr so kantig wie das Set. Das Set lag gerade bei mir mit meinen sehr, sehr kleinen Chirurgenfingern sehr, sehr störend in der Hand. Und auch hier oben die Kante hat mir persönlich am Ohr wehgetan. Da ist ja natürlich jeder entsprechend mehr oder weniger sensibel. Mir hat es wehgetan, ich fand das nicht so schön. Aber mal gucken, wie das Ding funktioniert. Trotz offenem 3,5 Klinkenstecker wird das Xperia Z1 wasserfest und spritzfest sein. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir konnten die Kollegen auf der Messe leider nicht genau sagen, wie das hier realisiert wurde. Da werde ich bei Sony aber nochmal genauer nachfragen und das werdet ihr dann im Test nachlesen können. Ja, so an sich, hier unten hat man natürlich noch die an der Seite, rechte Seite, den Power-Button gehabt und das Volume-Button nach oben und nach unten für lauter und leiser und einen separaten, das finde ich sehr, sehr schön, klar, weil die Kamera auch sehr, sehr gut ist, einen separaten Kamera-Auslöseknopf. Einmal raufdrücken und auch länger gedrückt halten, macht man sofort ein Foto. Hier an der Seite hat man noch einen kleinen Bereich für die Schlaufe, so, falls man eine Schlaufe nutzt. Ich nutze sowas nicht. Aber gut. Und hier unten die Boxen. Da wird sich das Xperia Z1 natürlich mit dem HTC One messen müssen. Da bin ich gespannt, wie da die Ergebnisse sind. Machen wir das gute Ding mal endgültig für euch an. Ich bin hier schon wieder gute fast 7 Minuten am Quasseln. Das soll ja jetzt auch nicht ewig gehen. Hinten eine 20-Megapixel-Kamera und vorne, das muss ich nochmal nachlesen, eine 2-Megapixel-Kamera. Auch mit Full-HD-Aufnahmen. Der XMOR-R-Sensor, klar, XMOR-S-Sensor. Ich bin gespannt. 27 mm Weitwinkel kann die Kamera. So ganz firm bin ich da nicht. Das sind aber mal Zahlen, mit denen man gut arbeiten kann. Und da ist das Ding auch schon an. Das ging relativ schnell. Jetzt habe ich das während dem Quatschen einfach umgedreht. Machen wir es nochmal aus? Machen wir es nochmal aus. Nur um zu gucken, wie schnell das geht. Aus. Okay. Jetzt ist es an. Also es hat vibriert. 4 Sekunden, 5 Sekunden. Ich kann hier so eine Uhr hinbauen. Na, dauert doch ein bisschen. Hätte mich jetzt auch stark überrascht. Da ist er. Ja, alles Weitere werdet ihr dann natürlich in dem entsprechenden Artikel oder auch vielleicht in einem kleinen Video lesen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, schreibt die bitte ganz unten auf der Seite in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und werde danach dann auch kleinere Videos für euch schneiden. Und natürlich auch gerne bei YouTube unten in die Kommentare, da werde ich auch entsprechend reagieren. Das war's von meiner Seite erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dieses kleine Video trotz meines Geisteszustandes hat euch gefallen. Tschüss! Das war das wie man sieht, das Unboxing vom Xperia Z1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, werde ich da noch weitere Tests machen. Anforderungen, Wünsche bitte unten in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier unten, ich sehe es ja da. Hier unten haben wir außerdem das Hands-On vom Samsung Galaxy Note 3. Das hat sich Kamal angeguckt. Und hier auf dieser Seite, also hier unten, glaube ich, da seht ihr den neuen JFK. Oder den alten JFK? Mal gucken. Ich bin so rot. Bin ja auch krank.